Ja, unser zweites Interview des heutigen Tages. Wir sind immer noch in Sofia in Bulgarien bei der EWM im internationalen Eishockey. Jetzt sitzen wir mit Petr Fizar hier. Der ist Trainer in Luxemburg. Und ja, eben haben wir mit den Emiraten gesprochen, jetzt sprechen wir mit Luxemburg. Gerade haben wir das Halbfinale gesehen. Luxemburg hat Hongkong mit 8:1 besiegt. Das heißt, morgen stehen sie im Finale. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Oh, vielen Dank, danke dir. Und ja, wir wollten einfach mal mit dir sprechen und ein bisschen was über das Eishockey in Luxemburg erfahren. Erzähl mal, du hast ja früher in der DEL gespielt, warst absolut Profi, hast Olympia gespielt für Deutschland, Nationalspieler warst du. Jetzt bist du hier in Luxemburg. War das am Anfang ein kleiner Kulturschock für dich oder wie lief das? Ja, es kann man so sagen. Ich habe mich Gott sei Dank versucht, also recht schnell adaptiert. Viele Leute haben mir geholfen und das ist sehr familiär in Luxemburg, wo man jeder hilft jeden und da ist eine schöne Arbeit, schöner Job, macht mir recht viel Spaß und ich schaue schon auf morgen auf das Finale. Die Vorfreude ist da. Hand aufs Herz, wenn man so einen Job macht, ist das ein Sprungbrett, will man höher kommen, will man vielleicht auch mal eine größere Nation trainieren, zu einem großen Verein gehen, in eine große Liga? Oder geht es erstmal darum, da wo ich bin, ist alles wunderbar? Also mir gefällt es in Luxemburg, ich will jetzt längerfristig schon da bleiben. Was in 10 Jahren ist, das weiß ich nicht. Klar, der Job hat, sage ich jetzt mal, Pro und Contra, egal was du machst. Ich bin sehr zufrieden da. Ich plane längerfristig auch, dass die Familie jetzt dann rübergeht mit meinen Kindern und dass wir da längerfristig bleiben. Aber wie gesagt, was über 10 Jahre hinaus kann ich jetzt nicht sehen. Du siehst ja aber auch ein Stück weit als Aufbauhelfer für so ein Land, ja? Ja, ja. Ich hoffe, dass wir vielleicht international jetzt hier Erfolg feiern, dass wir aufsteigen können. Das wäre sensationell. Und auch im Verein, im Nachwuchs und Vereine, da ist auch Luft nach oben, viel zu tun. Ja, dann erzähl mal generell, wie ist denn, wir haben jetzt das Jahr 2017, wie steht es ums luxemburgische Eishockey? Ja, ganz gut. Man tut sich schwer in Luxemburg, was Eishockey angeht. Wir bekommen schon Unterstützung von der Stadt, was die Eiszeiten betrifft und so. Momentan ist es, es wird anders angesehen als in Deutschland. So muss man es schon sehen. Das ist die Tatsache. Die Öffentlichkeit in Luxemburg bekommt auch sehr viele Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Luxemburg kann jedes Jahr so eine Kleinigkeit verbessern. Kleine Sachen und da sind wir natürlich dran, ja. Jetzt sitzt ja im Fußball quasi ein anderes System. Da spielt Luxemburg immer gegen die Großen und verliert manchmal nur 0-1, holt vielleicht mal einen Punkt, verliert aber auch mal 10-0. Im Eishockey ist natürlich die Organisation eine andere. Ihr spielt in der unteren Liga, könnt da auch mal Spiele gewinnen, jetzt mal aufsteigen. Jetzt hatte ich eben von eurem Pressesprecher gehört, dass ihr nicht zwingend aufsteigen müsst. Ihr seid hier hingefahren nach dem Motto, Jungs, versucht euer Bestes. Jetzt könnt ihr aufsteigen. Was würde euch das bedeuten, nach 2004, glaube ich, zum zweiten Mal eine Liga höher zu kommen? Ja, es wäre ein Riesending. Es ist jetzt schon ein sehr erfolgreiches Turnier. Das Finale, wir haben Silbermedaille, aber du weißt ja, wenn man schon im Finale ist, dann will man auch gewinnen. Und das werden wir morgen auf jeden Fall probieren. Gucken wir mal heute Abend, Bulgarien, Georgien, wer unser Gegner wird. Werden wir heute Abend sehen. Ja, und dann schauen wir weiter. Erzähl mal was über euer System. Ihr werdet wahrscheinlich nicht so viele Spieler haben in Luxemburg. Also ich habe eben gehört, ihr habt noch nicht mal 100, glaube ich. Ne? Also wie ist das? Ja, das kann man schwer zu vergleichen mit Deutschland. Das ist anders strukturiert, sehr professionell, sehr viele Vereine. Luxemburg hat nur 2 Clubs. Da hast du 30 Spieler. Ich habe in Tornado Luxemburg, da habe ich 35 Spieler. Da gibt es noch 2. Mannschaften, die sind so Hobbytruppen. Da sind auch etliche Spieler. Wo bei uns sehr viel Potenzial steckt, ist, glaube ich, Nachwuchs, weil da haben wir sehr viele Kinder. Auch Luxemburger,
viele von ganz Europa, ganzen Welt kann man sagen. Und ja, macht richtig Spaß die Arbeit. Ich glaube, mein Job ist der Fokus auf die Luxemburger Nationalequipe und auch in Vereinen, auf den Nachwuchs. Ich glaube, das ist die Zukunft. Da muss man immer ansetzen als Trainer. Und ja, jetzt habe ich einen Vertrag. Man kann sagen, per Absprache unbefristet. Ja, ich freue mich. Es macht mir weiterhin Spaß. Mal gucken, was wird. Und man zahlt keine Steuern, das ist auch ganz nett, oder? Ja, klar. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Das ist sehr, sehr guter Vorteil. Guter Vorteil. Jetzt habt ihr ja nicht so eine richtig erfolgreiche Liga. Jetzt, ein paar Vereine haben ja, glaube ich, mal in Rheinland-Pfalz mitgespielt. Wie stellst du dir denn die Zukunft des luxemburgischen Club-Eishockeys vor? Also glaubst du, dass es eher besser ist, wenn die Teams in Deutschland mitspielen, vielleicht in Belgien, Holland mitspielen, in der Benelux-Liga, vielleicht in Frankreich mitspielen? Oder denkst du, es ist gut, wenn man sich eine eigene Liga bastelt und sich so weiterentwickelt? Ja, eigene Liga ist unmöglich momentan in Luxemburg. Du hast nur zwei Clubs. Gab's in der DDR auch? Ja. Wir müssen weiterhin, glaube ich, die Schiene fahren, wie dieses Jahr, Frankreich und Belgien. Weil in Deutschland die Rheinland-Pfalz-Liga, die ist auseinandergefallen, glaube ich. Die war nicht mehr interessant. Und ich glaube, was das Spielerische angeht, wenn man das Spiel an sich, ist es für Luxemburg förderlich, Frankreich, Belgien. Wird sehr, sehr gutes Hockey gespielt, glaube ich. Das sollte bleiben so. Es gibt ja immer wieder die Pläne, so eine richtige Benelux-Liga mal zu etablieren mit den drei Ländern. Jetzt spielt Tilburg ja mittlerweile in Deutschland mit. Glaubst du denn trotzdem, dass das vielleicht noch mal ein Konzept sein könnte? Dass man sagen, so Niederlande, Belgien, Luxemburg bilden zusammen eine Liga, wo alle ihre stärksten Teams reinstecken? Vielleicht wäre Option. Ist eine Option. Für uns wäre es eine Ehre, Luxemburger damit zu spielen, glaube ich. Wenn es eine gescheite Liga gibt, bin ich dabei. Bin ich dafür, glaube ich. Jetzt hast du natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, warst bei Olympia dabei, hast lange in der DEL gespielt. Hast du immer noch einen Blick auf Deutschland, aufs deutsche Eishockey? Naja, schon. Und? Oh, Familie wohnt da. Okay. In Regensburg und ich bin schon oft auch da im Sommer und so, in der Sommerpause. Ich verfolge das schon, klar. Jetzt habe ich gestern über einen Sturm, der ist ja, mit dem habe ich ja gespielt, da haben wir ja natürlich, die haben heute wieder ein Spiel in Weißrussland, also ich bin da schon dabei und ich werde auch bei der WM in Köln dabei sein. Wie siehst du so die aktuelle Entwicklung des deutschen Eishockeys? Ich meine, einerseits gibt es positive Sachen, dadurch, dass Franz Reindl den DEB übernommen hat und Markus Sturm die Nationalmannschaft, gibt es ja schon so eine kleine Aufbruchsstimmung. Andererseits, der DEL ist jetzt Hamburg raus, die Zuschauerzahlen gehen wieder so ein bisschen zurück. Dann hast du jetzt zweimal München gegen Wolfsburg im Finale, was auch nicht viele Zuschauer zieht. Du hast jetzt mit der Nationalmannschaft, was natürlich auch daran liegt, dass viele verletzt sind oder noch in der NHL sind, hast du das Problem, dass die Nationalmannschaft gerade keine Erfolge feiert. Glaubst du denn trotzdem, dass das deutsche Eishockey auf einem guten Weg ist? Ich glaube schon, weil ich glaube, dass sich da was bewegt hat im Nachwuchs. Dass da viel gemacht wurde und das ist die Zukunft. Ich meine, wo sonst soll man ansetzen? Die Ligen sind sehr gut in Deutschland, sehr, sehr. Es ist immer Phase in einer Epoche, wo es so ein bisschen nach unten geht. Man muss aber dagegen anhalten. Ich bin für den Nachwuchs. Wenn du guten Nachwuchs förderst, gut damit arbeitest, wirst du irgendwann mal gute Spieler haben. Deutschland hat eine sehr gute DNL-Liga, da wird viel, ist sehr, sehr gutes Niveau. Also ich meine, es ist die Arbeit, wo man hin will. Zukunft ist der Nachwuchs. Ich glaube, in Deutschland, die Ausländer, das hat der Hans Zach schon immer gesagt, du musst die mit den Reduzierungen und ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, bei 9 Ausländern in der DL. 9 dürfen spielen, 11 dürfen im Kader sein. Ja, 9+2, also. Wenn man es irgendwann mal auf vielleicht, ich meine, die Reduzierung läuft ja eh schon irgendwie, keine Ahnung, wie das ist, da sind die anderen, dafür bin ich nicht verantwortlich, habe ich auch zu wenig Einblick in die ganzen Sachen. Aber ich denke grundsätzlich, keine Ahnung, soll ja
Warum soll er jetzt in Deutschland irgendwie, warum soll es jetzt nach unten gehen? Es muss ja, ja, ich meine, wenn man sich die aktuelle, die U-Nationalmannschaften anguckt, die U18 ist jetzt mit der BWM mit Ach und Krach nicht abgestiegen. Die U20 ist jetzt auch nicht gerade oben dabei. Und wenn sie oben bei würde, wird sie von Kanada wahrscheinlich 10 Stück kriegen. Also mit Glück noch nur 10 Stück. Ich meine, klar, das muss nicht der Anspruch sein, sich mit Kanada zu messen, aber... Naja, also ob es so in die richtige Richtung geht, ist halt die Frage. Ne? Kann ich jetzt schwer beantworten, weil ich das nicht genau weiß. Ich habe Spiele DL, nur DL verfolgt, was ich so gehört habe. Ich kenne die Jungs ja. Ich meine, es wird viel gemacht. Es sind auch von meiner Generation einige schon eingestellt in verschiedenen Positionen. Also es geht nach vorne. Ich glaube, junge Leute, junge Coaches, sollen da ist die Zukunft auch an Management und auf dem Coaching-Bereich, weil die sind ja bereit für Neuigkeiten, es ist ja neue Ideen und so, die sind motiviert und ich glaube, da hat der DB schon die richtigen Leute eingesetzt, was jetzt Stürme angeht, sagen wir mal und so. Auch die DL hat da junge Leute im Kommen, da sind einige Leute in den Startlöchern, glaube ich. Man muss immer gucken, man muss immer dranbleiben, ne? Überall. Und ich glaube, Franz Reindl, wer soll der besser sein? Ne? Ich meine, gute Erinnerungen an ihn. Könnte ich ihm schöne Grüße ausrichten per Videobotschaft und viel Erfolg bei der WM. Dann sag uns zum Abschluss noch einen Satz, wo geht's mit Luxemburg hin? Nehmen wir mal an, ihr steigt auf. Was ist generell möglich für das luxemburgische Eishockey in den nächsten Jahren? Ach, also wenn es wirklich uns gelingt morgen, es wäre ein Riesending, Riesenerfolg für das Land und für uns nächstes Jahr sich etablieren, nicht abzusteigen. Das ist das Ziel. Alles klar. Vielen Dank und viel Erfolg morgen. Ah.